Zimmer von René suchen. Sehr laut. Also da, ey, ich krieg gleich Kopfschmerzen bei dem Grün hier. Ich dachte, es bringt was, wenn ich jetzt anfange zum Tisch. Nein, mit nichts. Hier kann ich nicht rein. Ist das vielleicht gut? Ach nee. Sie haben dich eiskalt abgeduscht. Sie haben versucht, dich mit einer Decke zu ersticken. Sie haben dich am Bett festgebunden. Sie haben mich am Bett festgebunden. Meine Frau ist neben mir gestorben. Sie ist an ihrem Gebrochenen erstickt. Sie war festgebunden, weil sie dauernd masturbierte. Ich höre jetzt noch ihr Röcheln. Ich schrie, aber keiner kam. Alle hier drin waren immer nur am Schreien. Dann sah ich auf einmal diese Puppe. Aber es war nicht Charlotte. Nein, das ist nicht Charlotte. Die Vergangenheit ist jetzt. Die Puppe, der Mann, das Gefühl der Scham. René entfernte sich immer weiter von der Wirklichkeit. Wie kann ich jemals verstehen, was passiert ist? Wie kann ich jemals Amara wiederfinden, wenn ich noch nicht einmal zu mir selbst finde? Hier ist ein Zettel. Montefoscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld. Du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Ich versteh's nicht. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kam von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Der Mann kam wahrscheinlich, weil sie verstorben ist, weil die Mutter ja krank war. Und sie nicht besuchen konnte aufgrund der Krankheit, also muss es eine schlimme Krankheit sein.
Das Ding ist, ich verstehe es nicht. Erst hat doch die Mutter gesagt, dass René vom Teufel besessen sei, dass sie ihrer Tochter, ihrer anderen Tochter, also ihrer Schwester, das Schweigen gebracht hat. Und die Puppe war ja die andere Tochter. Und naja, ich raff es einfach nicht. Das ist mir alles zu viel. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Ich habe mir alles weg. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Ich bin so allein. Keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Sie tun mir so weh. Ich würde jetzt sagen, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Ach, meine Freundin, hilf mir, tu was. Du hattest recht, ich verstehe mein Verhalten war falsch, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Meine Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum was. Alles ist durcheinander. So kann ich nicht mehr leben, ohne einen Sinn. Ich kann nicht, noch nicht mal mehr weinen. Ich würde das hier nehmen. So kann ich nicht mehr leben ohne einen Sinn. Ich kann noch nicht mehr weinen, weil sie kann ja auch im Prinzip nicht mehr weinen. Sie hat ja keinen Sinn da drinnen mehr, also in dieser Anstalt. Und sowas hier, du hattest recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch, würde ich schon mal gar nicht nehmen, weil ihr Verhalten war nicht falsch. Sie hat einfach nur eine andere Frau geliebt. Und? Das ist nicht falsch. Meine Gro Angst ist so groß, verstehen tue ich kaum, was alles durcheinander. Ich nehme das hier. Ist noch besser. Die Sprache ist auch super. Aber jetzt weiß ich, mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten. Ach nee, ihr Verhalten war ja, dass sie sich in der Öffentlichkeit ausgezogen hat und alles. Aber es war ja nur eine Reaktion auf eine Aktion. Und zwar die Aktion von jemandem, der sie prostituieren wollte. Das war ja dann die Reaktion dazu. Das muss man jetzt auch mal so ein bisschen unterscheiden. Im Prinzip war sie nicht krank, sie hat einfach nur eine Reaktion auf eine Aktion gemacht. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Sie hassen mich, er hasst mich, er will mich umbringen, aber keiner versteht das, keiner glaubt mir. Ich würde am liebsten sterben, abends hoffe ich, nicht mehr aufwachen zu müssen. Ich nehme das hier. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Okay, wir haben jetzt Zettel. Hey, warum kann ich jetzt nicht mich bewegen? Ah, jetzt. Jetzt haben wir Zettel. Okay. Wo müssen wir Die hin? Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Ab ins Archiv. Warte. Ja, hier lang. Ich guck noch mal nach ein paar Zetteln. Jetzt kann ich ja in diese ganzen Teilungen hier rein. Klinisches Tagebuch über René T. Symptome und Behandlungen. Eine oder mehrere der folgenden abnormalen Verhaltensweisen angegeben. Geschwätzig, nymphoman, albern, labil, impulsiv, gereizt, inkohärent, keine Ahnung, nervös, laut, extravagant, erotisch, bedrohlich, launisch, halluzinierend, roter Kopf, erregt, ruhelos, exhibitonisch, frech, plappernd, hinterlistig, rebellisch, respektlos, faul, verlogen, zickig, gern flirtend, implementiert, beleidigend, grausam, wütend, herrschsüchtig, freundlich. Wo ist freundlich bitte ein Symptom? Vor allem, wo ist freundlich ein Symptom, wo ist gereizt, nervös und laut ein Symptom, wo ist erotisch ein Symptom, wo ist ruhelos, erregt und frech ein Symptom, plappernd auch nicht, respektlos auch nicht, verlogen auch nicht, zickig ist auch nichts, grausam ist auch nichts. Hä? Wo ist das alles denn bitte ein Symptom für irgendeine Krankheit? Also sorry, das sind einfach nur Verhaltensweisen von jemandem. Wenn jeder Mensch sich gleich verhalten würde, wäre es doch langweilig. Also tut mir leid, aber halluzinierend, ja, das ist ein Symptom. Roter Kopf auch. Geschwätzig schon mal gar nicht. Und albern. Hallo, ich bin auch albern. Und soll ich jetzt eingewiesen werden deshalb? Oh Leute, was ist das denn? Oh Gott. Das ist halt einfach. Sorry, aber sowas ist doch kein Symptom. Die machen hier aus einer Elefant. Aus dem Elefanten eine Mücke. Aus einer Mücke einen Elefanten. So rum. Oh Gott.
kann nicht mehr reden. Bin zu dumm zum Reden. Jetzt hoffentlich nichts mehr. Ich gucke jetzt hier nochmal. Hier ist hoffentlich auch nichts mehr. Nee, das ist nur ein Sonnenstrahl. Nee, hier sind... Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Ich will keinen einzigen Zettel verpassen. Tut mir leid. Hier sind auf jeden Fall jetzt alle Türen offen. Das heißt, wir haben jetzt einiges zu tun. Alter, wie gruselig. Ein riesiger Raum und nur ein Stuhl und eine Bierflasche. Super. Aufgezeichnete Besuche von René T. Datum, Zeit, Person, Daten. 10. April... 10? Was? 10. April 1938. Adele T. und Bruna M. Adele T. ist, glaube ich, ihre Mutter gewesen. Ada T. Adele T. Das kann hinkommen. 15. Juni 1938 um 9.15 Uhr. Polizist wegen Befragung. Das war nach der... nach dem Missbrauch. 25. Juli 1938 um 15.30 Uhr. Bruna M. 20. April 1940 Uno Frido P. 19. Juni 1940 unerlaubte Besuche. Okay. Also sie hat so 2 Jahre dann niemanden Besuch bekommen. Das war wahrscheinlich die Zeit, in der die Mutter verzweifelt versucht hat zu schreiben, dass ihre Tochter da raus soll und so weiter und so fort. Ey, ohne Mist, wenn meine Briefe nicht angekommen wären und ich keine Antwort bekommen hätte, dann hätte ich die Polizei eingeschaltet und hätte ich gesagt, hier, meine Tochter soll da raus. Ich habe immer noch, hier, ich bin immer noch die Mutter, ich möchte meine Tochter hier wieder haben, meine Tochter wird da nicht gut behandelt und Punkt. Hätte ich die Polizei eiskalt eingeschalten. Auch wenn ich krank wäre und bettlägerig wäre oder so. Ein Telefon hast du doch bestimmt in der Nähe gehabt. Oder Briefschreiben geht ja auch. Irgendjemand muss ja die Briefe versendet haben. Dann holt derjenige einfach die Polizei für sie. Geht doch auch. Ja, also 1938 hat sie auf jeden Fall sehr viele Besuche bekommen und dann 1940 erst wieder. Also die 2 Jahre waren wahrscheinlich wirklich in der Zeit, wo die Mutter verstorben ist. Und dieser Onofrio P. ist wahrscheinlich derjenige, vor dem sie Angst hatte, der aber nur dahin gekommen ist, weil die Mutter halt verstorben ist. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe. Oh, Bücher. Sehr viele Bücher. Okay. Oh, ich muss die ganze Zeit gehen. Warum? Wahrscheinlich, weil es hier so dunkel ist. Okay, hier ist nichts mehr. Oh Gott. Habt ihr die Frau gesehen am Fenster? Die wurde da festgekettet am Hals. Was zur Hölle? Warum ist da... Oh, nee. Es sind einfach Löcher drin, ne? 7 von 8. Ich muss nur noch einsammeln, dann haben wir alles. Yes. Wir sind wahrscheinlich auch schon ziemlich weit am Ende des Spiels. Denke ich mal. Achso. Oh, ich krieg Gänsehaut bei diesem Spiel. Da war ich ja schon drin. Oh, schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Schnell wieder raus. Wir müssen ins Archiv. Archiv ist wahrscheinlich unten, ne? Ja, das ist unten. Ab ins Archiv. Ah, umsetzen. So.